Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Das geht zu weit. Das akzeptiert das Publikum nicht. Er hat meine Tochter und mich nur mit Glacé-Handschuhen angefasst. Glacé-Handschuhe und eine Narbe. Das ist Snacky besser. Ihr werdet nie Geschäftsleute werden, Kannibalen. Keine Geschäftsleute. Drei Groschenoper ist ein Versuch, der völligen Verblödung der Oper entgegenzuwirken. Anstatt das. Wir spielen die Vorgänge hinter den Vorgängen. Stopp! Herr Brecht, Sie sind verrückt geworden. Wissen Sie, was allein diese Szene kostet? Brauchen Sie Spaß! Brauchen Sie Spaß! Die Filmindustrie ist zu doof. Man muss erst bankrott gehen. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Du kamst von Burma heraus. Meiner Meinung nach haben wir nicht die richtigen Leute an der Spitze des Staates. Wir brauchen Geschäftsleute, so wie wir. Ich bin überzeugt, dass die Zeit einer solchen Staatsführung kommen wird. Sie wird mich zu ihren Anhängern zählen. Von nach den Boden, auf den Kanonen, vom Moment bitte, nochmal auf Anfang. Ihr Herren liegen treu, nur gar nicht sein. Stopp! Ich befürchte, ich werde in die Literatur eingehen als ein Mann, der den Vers geschrieben hat. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie ist unverständlich. Wenn Sie nur etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das Pissoir gehen.